auffallend. Das heißt, wir müssen wieder zurück, ne? Ja, weil das ist die Relay-Station da vorne. Ah, wo ist denn dann die andere? Weil Enne konnte man, glaube ich, auch noch so erreichen. Guck mal gerade. Also ein Bolzen habe ich. Ginge dann halt nur... Also Holz wäre halt ein Problem. Ein großes. Ein sehr großes. Aber ich habe eine Machete im Inventar. Echt? Dann machen wir auf da vorne. Kann ich mit der Machete nicht auch den Bär? Ja, 0,8. Die macht auch Damage. Mhm. Mal. Machete brauchen wir übrigens noch auf einer weiteren Insel. Bedien mich hier mal, geh ruhig schon mal weiter und guck mal, ob du noch was wegmacheten musst. Mhm. Ein Pilz mitgenommen? Ja. Dann haben wir jetzt zwei angefangene Stacks, dann droppe ich dir gleich meinen. As always. Oh Gott im Himmel, Alter, das ist so schlecht synchronisiert. Bah! Warte mal, ich droppe dir mal den Pilz. Pilze, Mehrzahl. Ach komm. Unfähigkeit. Ach. Den leichten Drehwurm, muss ich gestehen. Boah. Ich bin extra unten geblieben. Hier ist jemand! Seit wann ist hier jemand? Ich glaube, du solltest hochkommen, Tobi. Ja, ich bin da. Wahrscheinlich seit dem letzten Patch, ne? I think. Riech mit Johnny, ich fass es nicht. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, die NPCs sind mir echt neu. Töte es, bevor es Eier legt. Hey. Mir ist ein NPC an Bord? Neuer spielbarer Charakter, stimmt. Aha. Okay. Ja, ich sehe es gerade. Aber wo... Also, Frage, die ich mir stelle... Gibt es jetzt auf allen der Inseln, der Story-Inseln, spielbare Charaktere? Dann müssten wir nämlich zu jeder verfickten Insel wieder zurückfahren. Das würde mich, glaube ich, ein bisschen nerven. Nee, ihr kugelt jetzt nicht da runter. Oh, um Gottes Willen. Das heißt ja, wir müssten auch zu dem Schiff zurück, ne? Mhm. Zu dem Wrack. Mhm. So, Metallbarren. Hier ist noch ein Scharnier. Tobi? Ja. Bräuchte Inventarplatz. Hm. Kann hier schon wieder nichts aufnehmen, aber ja. Warte, ich komm raus. Ne, hier ist nicht raus. Okay. Hier. Ist hier raus? Zwei Scharniere. Ja. Ja, hab ich. Ne, eins war's. Ne, ist noch eins. Jetzt, ja. Gut. Sehr gut. Weitermachen. What the hell? Wo sind dann... Sah wieder echt nicht diese auf jeder Insel. Oh nee. Wäre jetzt echt doof. Aber das werden wir ja merken, wenn wir weitermachen. Sag, meine Taskleiste ist schweres Gewitter. Ach nee, ich dachte, es schneit. Oh Mann. Schwierig. Da haben wir ja irgendwas. Nee, wäre schwierig. Zu der Jahreszeit, weiß ich nicht. War noch da hinten in die Ecke? Aber nein. Gut. Ich muss Inventar leeren. Wie sieht's denn bei dir aus? Drei Plätze. Okay, ja, dann sollten wir fast weggehen, weil wir haben noch einiges, was an Loot auf uns kommt. Dann müsste ja eh auch gleich wieder dunkel werden, oder nicht? War dann überlegen, wie wir hier am schnellsten wieder runterkommen. Ah! Boah, Alter!
Wieso schrecke ich mich gerade so vor den Bären? Das ist doch ridiculous. Oh, Alter. Oh nee, ich hatte doch. Hatte ich mitten angefangen, einen Stack? Scheiße. Euch? Ja, bitte. Entschuldigung! Okay. Jetzt habe ich noch einen freien Platz. Ja. Alter, ich bin so schreckhaft gerade, so ekelhaft, Leute, es tut mir so leid. Es tut mir alles so leid. Ich glaube, hier ging es mal, hier gab es mal einen Geheimgang runter zu Mama Bär. Ich weiß nicht, ob der das ist, aber das werden wir jetzt rausfinden. Aber ich denke, er ist es. Boah, Alter. Ich hoffe, alle drei Schrecksekunden sind geklippt. Das ist sowas von was fürs Best-of, ey. Oh Mann, ey. Latschwix findet Bären sehr erschreckend. Und MP4. Da, jawohl, da steht er immer noch und futtert. Wir biegen hier ab. Und wie tief wir da fallen. So. Los. Ah, doch, wir sind richtig. Ich muss mich kurz orientieren. Ja, das ist gut. Ich sehe eh nicht so viel. Ja, ich ahne. Deswegen. Ich habe immer so das Gefühl, wenn das Spiel dunkler wird, habe ich hier dadurch, dass mir dieses Ringlicht quasi die ganze Zeit noch in die Augen ballert, also schwieriger zu sehen. So. Ja, exactly, das Problem habe ich auch. Ich hau alles hier vorne. Oh, dieser Hai, ne? Okay, hier. Die Kiste hier vorne ist voll. Ah, geil, ich hab einen Eisenhaken gefunden. Oh, da, Bolzen. So, ich hab vorne auch alles voll gebrüllt, ne? Okay. Hier schon, ja. Das können wir mitholen. Haben wir doch ein Safe Game gefunden? Ja, wir haben ja nicht gesagt, dass wir neu anfangen. Wir hatten ja vor kurzem erst neu angefangen. Wir spielen jetzt den dritten Stream hier dran, FPX, oder den vierten. Beide habe ich nicht geklippt, aber erster und dritter. Oha. Aber frech. Dann muss ich jetzt später noch klippen, Nico. So. Ist der dritte Stream, I guess. Den einen Samstag, dann den einen in der Woche und den jetzt. Ja. Wir sind auf der Bäreninsel, Wasagatan oder wie Hesch. So, was müssen wir noch ersetzen? Also ich brauche nichts Neues. Ich habe noch einen Speer. Ich habe Nahrung. Da habe ich auch alles und ich habe volles Inventar. Ibi Jakob. Zur Not, Gummo, die drei Kisten, die im Lager über den sortierten Kisten sind. Hier, fang bei der obersten Kiste an, dann müll dich zu. Ist bei Boa, oh, Entschuldigung. Dann sind wir bei Boa. Enya! Du kommst so oft in letzter Zeit. Also hierher, wenn ich natürlich. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Ich hab sogar zwei Metallspiele. Wieso habe ich zwei Metallspiele? Ah, dann hast du ja wahrscheinlich gelootet. Ja. Aber Sagata war das Schiff. Ah, okay. Na gut. Ich habe mir das Beste vom September angeschaut, aber da war das nicht mit dem Rettungszwinger. Doch! 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 Das ist der dritte oder vierte Clip. Ich kann dir die Zeit davon schicken. So, lass mal pennen. Ja. Ah, ich schmeiß halt immer durcheinander, aber danke dir, FX. So. Der Baum ist wieder groß. Ja, tatsächlich. Brauchen wir Planken für irgendwas? Oh, nö, Scheiße. Aber lieber ja, haben als brauchen. Ja, warte. Weißt ja, die Plankennot kommt schnell. Ja, das stimmt. Stimmt. Hast du schon Seed gerade? Nee. Dann mach ich mal. Ach ja, Enya, wie geht's dir? Hau raus, meine Liebe.
So, weiter geht's? Fragezeichen? Hm. Ich glaube, sonst brauchen wir nämlich nichts. Eine Machete dabei, das ist ja chillig. Ja, eine halbe habe ich noch. Ja, das reicht. Oh Lord, wenn es zweimal in der Woche schon viel ist, muss ich echt wieder aktiver werden. Ja, zweimal in der Woche ist verdammt viel im Moment für dich. Du lässt mich hier voll hängen, Liebes. Mir geht's gut, außer dass ich ein wenig aufgeregt bin. Und dir so? Ich bin ganz ehrlich, so selten wie du da bist, ich hab schon wieder vergessen. Hat schon mir das letzte Mal was erzählt, was ansteht? Du warst auch im Urlaub, dachte ich, oder? Nee. Den kannst du gleich ja landpieksen gehen. Ich bleib am Floß. Wie nervös du mal gleich bist. Ja, ey, ich hab den schon gelebt mit irgendwie 50, 60 Pfeilen, die du dafür brauchst. Ich mach echt keinen Spaß. So, war das jetzt Relay 4 oder Relay 6, die wir da fertig hatten? Ich bin jetzt spoilern zum ersten Punkt beim Funkturm. Was? Ich bin jetzt spoilern, aber zum ersten Punkt beim Funkturm würde ich auch nochmal hin. Ah, dann ist dort noch so eine. Dann ist dort noch ein NPC-FPX. Oh, aber sah bitte nicht, dass auf dem Schiff auch einer ist. Da habe ich echt gar keinen Bock hinzugehen nochmal. Das darfst du jetzt ruhig sagen, weil den NPC haben wir schon gefunden. Danke dir. So viel Spoilern ist für mich in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es Tobi geht, aber für mich ist das in Ordnung. Mir ist das scheißegal. Ich würde das gerne sagen. Also ist auf dem Schiff ist da auch noch ein NPC oder ist es nur die Bohrinsel und da, wo wir jetzt gerade waren? So, ich glaube, Relay 6 war mir aber nicht hier. Ja, ich war, aber morgen steht noch was anderes an. Was denn? Hau raus. Wo bist du jetzt hin? Hier hoch. Den Berg hoch rechts. Du, Relay, also Relay 4. Genau, ja. Exactly. Enya, du bist so inaktiv, dass du nicht mal einen Sub gegiftet krit hast. Das soll was heischen. Deine brauchen wir eigentlich nicht, ne? Na gut, ich glaube, man kann einen Stein darüber werfen. Warte mal. Über aim. Dann brauche ich nämlich keinen Pfeil zu verschwenden dafür. Ich sag nur, bis dahin, wo ihr wart, einen habe ich beim Turm gefunden und noch einen. Aber wo müsst ihr finden? Ach, du bist doch doof. Boah! Also ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber es scheint funktioniert zu haben. Stand halt so einfach unter der Brücke, aber naja. Ein Konzert from the goodest person in the whole Erde. Wer ist denn das für dich? Ich habe mir das Best of the Permanent 2021 angeschaut, da war kein Rettungsschwinger. Doch. Oder ist es das von Oktober jetzt schon? Ich weiß es nicht. Das letzte Best of was rauskommt ist auf jeden Fall. Masche oben, dann gucke ich mal, ob hier noch sonst was ist, aber ich glaube, hier ist sonst nichts. The kids are fighting. Oh, Astrid would have known how to make them stop. I found her wrench out by the clearing. I've been calling out on the radio. Please, I just want to talk, sis. Miranda is screaming outside. I hope her and Henry make up soon. Billie Eilish, oh nice. Hey fun. Wäre ich gerade echt ein bisschen neidisch. Also wenn meine Sozialphobie nicht so stark wäre, würde ich sagen, ich komme mit, ey. Das letzte war September und da war es nicht. Doch! I promise! Hey Bruno? So, ich guck noch gerade, ob hier noch Bienen sind. Honig habe ich hier hinten schon gesammelt, auf jeden Fall. Progress, Tobi, Progress. Ja. Ja. Ich habe einen Bauplan. Schön, was für ein. Hab's denn mitgekriegt? Treibstoffbau. Okay. Bei mir war da kein Bruno. Also, Relay-Station 6 haben wir einen NPC gefunden. Meine Familie hat ein bisschen zu viel Geld. Wie kommst du drauf, Neuder? Dieses eine Ticket zu bekommen hat meiner Mama auch echt Zeit und Nerven gekostet. So war das bei uns bei Rammstein 8, sag ich dir. Also, heilige Scheiße. Was ein Ausblick. So, ich glaube, wir sind jetzt... Ah, ne, die Werkzeuge fehlen noch, ne? Nee, ich habe einen Hammer gefunden gerade. Ja, geil. Dann haben wir alle. Dann lass uns zurückgehen zur Ranger Station. Scheint sie NPCs feste Position oder random, wen man bekommt. Okay. Ich habe gerade eben eine Nachricht erhalten und ich freue mich. Welche denn? Magst du uns teilhaben lassen? Nico ist schon ganz aufgeregt. Er vermutet, es geht um die Grafikkarte.
Mir ist der Johnny. Kann er Johnny gewesen sein? Dies und Billy ja. In Köln waren innerhalb von einem halben Tag weg. Das war bei Rammstein ach ähnlich, also mit allen Konzerten. Wo willst du hin? Müssen wir hier lang, oder? Nee, Ranger Station ist hier. Kennst du, wie lange sind so gut? Tja. Bester Fall, wenn du drin willst, den Twitch-Chat brennen sehen. Wie gesagt, ich muss selber nochmal gucken, in welchem das war, aber das, was ich für wiederkehrende Abonnenten als Kanaltrailer, als empfohlenes Video drin, und da ist die Szene drin mit dem Rettungsschwinger. Leider nicht um die Krager, die von Pierre. Ah! Dann weiß ich, worum es geht. Herzlichen Glückwunsch! Aber Nico, ich hab dennoch Nachricht. Ich bin gespannt. Die rennte gerade vom. Was? Rennte gerade mit dem Niederländer über. Ach, du rentest mit dem Niederländer über die deutsche Politik. Renten schreibt man mit A. Mhm. Aber ist. Jakob ist, glaube ich, nur fürs Gespräch, ne? Okay. Oh Gott, Alter! Oh. Ich hab's diesmal gesagt. Ja, ich hab dir nur zugehört, das ist halt doof. Ja. Zweite Phase am Wochenende. Alles klar, perfekt. So, nimm mal mit. Mhm. Goddammit. So, aber jetzt lassen wir das wieder aus dem Chat raus, ja? Jakob. So. Aber das ist doch schön. Hallöchen, Jason. Wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? So. Und das war hier hoch. Ach ja. Ach, an der Stelle sei nochmal gesagt. Ja, jetzt hat Jakob Werbung, da sage ich es gleich nochmal. Warte mal kurz, ja? Javi, es ist Montag, by the way. Was soll mir das sagen? Ich finde das sehr freundlich, dass du darauf hingewiesen bist, welche Wochentage sind. Ihr klettert auch gerne ab und zu. Braucht das auch manchmal. Ja. Komm gleich wieder, bis gleich, Enya. Ich hätte das Zeichen nicht geschafft, die Krake auf alles zu testen, dass sie perfekt läuft. Ah, okay. So, Jakob, hörst du mich wieder? Gut. Jakob, ich wollte an der Stelle nur auch nochmal sagen, ich habe mit dem Bewerbungsprozess nichts zu tun. Ich habe die Bewerbung nur über Flo. Das hat alles Pierre gemacht und das wird auch Pierre zukünftig, Mann. Ja, bei Wochenende und so. Ah. So. Ah. Den Hinweis hast du schon, ne? Ja. Oh, gut. Wie gesagt, irgendwas war halt hier noch mit einer Klingel und ich habe halt keine Ahnung, wo diese Klingel ist. Aber ich glaube, das mache ich mit einem anderen Spielstand offstream. Lag der Bruno auf einer Matratze auf dem Boden? Ja, es kann auch Sinn, dass der bei uns Johnny gehiescht hat. Wer schon noch wieder hiescht, der da oben? Oh, gar nicht der da oben, ne? Johnny und wir haben... Bruno hat gequatscht. Also, wir haben auch nicht Johnny freigeschaltet. Ja, dann sind sie alle an der gleichen Position. Wenn es bei uns auch Johnny war, dann sind sie... So ein blonder Hippie war das. Ja, so jemand mit so einem Muscle-Shirt. So ein weißes Top quasi. Wollen nur mitteilen, dass ich mich freue. Das ist doch schön. Oh, jetzt freue ich mich auch. Aber es immer noch nicht gefunden. Egal, wenn du Zeit hast, kannst du es mir bitte schicken. Wenden wir Hashen auf Discord. Ja, das war Johnny. Okay, gut. Wenden wir Hashen auf Discord, dann schreibe ich mir das auf. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Noch ein Dialog mit Bruno, also sind da zwei. Ich glaube nicht, dass das ein Dialog war. Das sind ja nur vorgelesene Notizen. Hm. Ich gehe nicht davon aus, dass hier mehrere sind. So, wo wollen wir jetzt hin? Also. Ja, wir sind jetzt eigentlich fertig mit der Insel. Ja? Waren wir an allen drei Relais und so? Ja. Sonst hätten wir jetzt nicht da fertig machen können. Geht das hier lang? Geht das hier nach Hause quasi? Ja. Ich glaube hier. Ja, hier war die Abkürzung. Skullstive, okay. Warte. Warte, da klingelt eine Glocke gerade. Vorne ist der Geißbock. Aber hier oben drauf war ich doch schon. Wenn nicht. Die Klinge ist ein Erfolg. Ja, ich weiß. Ja, hi, Markus, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Aber wo ist die? Weil ich hab da das Schiefe nämlich auch noch nicht, um ehrlich zu sein. Und die klingelt halt hier rum.
Da könnte auch der anderen Anhöhe da vorne sein, ne? Komm mal gucken. Hm. Wenn es jetzt hier gerade eh schon klingelt, ne? Kling. Ja, ja, kommt mal näher. Gehört. Ach, guck mal! Ah, Achievement! So, hier. Ja, habe ich mitgenommen. Asche, ach, perfekt. Wunderbar. Schön, gut. Schön. Ah, okay. Wichtig ist, wieso streamst du, sollst dich ja erholen, damit es dir besser geht, schön. Ja, ich war heute moin notfallmäßig bei meiner Hausärztin. Mir geht's ein bisschen besser und ich hatte Bock, Raft zu zocken mit Tobi. Das ist der einzige Grund, warum ich streame, um ehrlich zu sein. Also, Markus, wie geht's dir raus? Da waren es vor Franz, oder? Ja, lass uns wieder zurückgehen. Auch. Nicht wegen mir, pfff. Nee. Hatte Bock, Raft zu spielen mit Tobi. Das ist wirklich legit der einzige Grund. Tobi, ich fühle mich geehrt. Bestätigen. Ja, immer. Ja, aber ich habe nämlich erst Tobi geschrieben, so, ey, Tobi, hast du Zeit und Bock auf Raft heute? Und erst dann habe ich den Stream angekündigt. Hm. Zugegebenermaßen. Und du hast pünktlich zu meinem Feierabend gestellt. Ja. Schon mal. Das wusste ich, das habe ich gerochen. So, also wenn du den Bär noch pieksen willst, da oben ist deine Chance. Immer noch sehr gut. Das ist doch schön, das freut mich. Auch gesehen, weil ich schon vor Stream gezockt habt, hatte ich die Sucht gekickt. Ne, das war ich ja LAN tatsächlich. Das war ich ja LAN. Oh. Haut wieder ab. Oder für eine größere Ration an Reiskörnern. Sicher. Tobi besorgt mal 4 Speere in unterschiedlichen Holzsorten. Markus, es wird, gib mir 10 noch einen Raft geben, sag ich dir. Das Projekt ist für YouTube geplant. Ich bin eventuell gestorben. Ja, das wundert mich nicht. Ey, ja, aber ich hab ihn 4-5 Mal gepikst. Ja, krass, hättest du nur noch 50 Mal gebraucht, dann hättest du vielleicht Down gehabt. Ich lehne noch meinen Scheiß ab und dann... Doch, das wäre sich, weil ich hab dich schon gekillt, weißt du? So, ich lehne meinen Scheiß ab, dann komme ich dich holen. Du hast ja mit Pfeilen gekillt, ich hab den Speer. Auch mit Speer? Ich würde es jetzt sogar noch mal mit der Machete probieren. Digga, nein! Ich muss dich halt jedes Mal holen kommen, das ist echt doof, ja. Weißt du? Ja, du kannst ja in sicherer Entfernung einfach da stehen bleiben und zugucken. Nee, ich muss dich halt holen kommen. Ich muss dich jetzt halt aufheben kommen. Weil sonst dein Inventar weg ist. Ja, das stimmt. Minecraft 10 reicht mir, Raft ist nicht so der Bringer. Raft ist geil! Raft ist Platz 2 meiner Lieblingsgames. Und Platz 1 ist Minecraft. Wird auch nur eine Folge wahrscheinlich, wird nur eine Special-Folge und das war's. Ich möchte wenigstens mein heute verlorenes Reiskorn davor wieder haben. Ja, ist okay. Nur weil du es bist, Nico. Ich speichere mal kurz vielleicht. Mhm. Tobi, wo liege ich? Ah! Hi! Na? Hallöchen, Ulli-Maus, wie geht's dir? Mir geht's so semi. Psyche macht Aua im Moment. Wie geht's dir, schönes Psychisch? Nico, hast du etwa deine Essensration für heute schon verzockt? Ja, er war dran. Enz hat er schon verloren. Nico wolle Reiskorn kaufen. Der Tag kann nicht mehr besser werden. Wow, ein ganzes Reiskorn. Krass, ne? Ulli-Maus, wie geht's aus? So, Tobi. Hast du es jetzt gelernt gegen Mama Bär oder willst du wirklich noch eine Revanche? Nee. Frag nur, also wenn, dann lauf bitte wieder dorthin, wo du jetzt gerade gestorben bist, weil das ist für mich leicht zu erreichen. So, lass direkt pennen. Wenn du auf dem Bett stehst. Leider auf meinen Bären sitzen. Weil mein Arsch wehtut. So, dann können wir jetzt mal Baupläne und sowas haben wir ja gelernt. So einige, ne? Ja, kannst du an den Forschungstisch gehen und kannst du immer noch lernen. Ja. Oh, ich hasse alles! Ah! Ah! Also meine nächste Anschaffung wird ein Sitzring und dann mache ich einen scheiß Donation-Golf und hochfahre mal einen Schreibtisch, Alter. Oh mein Gott. Ein Sitzring? Ja, ich habe, als ich 12 war, bin ich tatsächlich einen Berg runter gestürzt beim Spielen. Lange Story. Bin halt ausgerutscht, bin mit einem Steißbein auf einen spitzen Stern gefallen. Hab seitdem, so, da waren dann damals Haarrisse drin und da konnte halt keine Sau was dagegen machen. So, und das kommt jetzt halt gerade wieder raus, weil der Arsch nicht mehr so sehr gepolstert ist wie vorher. Ach so. Du machst Sachen als Kind. Wir haben beim Spielen ist mir mal ein Brett ins Auge gefallen. Oh.
sagst zu mir, ich mach Sachen, ich bitte dich. Das war interessant beim Arzt. Ich kann mir vorstellen. Weil, Holzsplitter aus dem Augapfel ziehen macht richtig Spaß. Ah, das will ich mir gar nicht mehr vorstellen. Hör bitte auf. Alter. Ganz gut, Rattenbabys werden bald 2 Wochen alt. Oh, nice. Ja, dann gleich bald schlafen gehen, weil ich morgen wieder früh raus muss. Dann wünsche ich dir eine ganz angenehme Nachtruhe und danke, dass du mal wieder vorbeigeguckt hast, Uli Maus. Freut mich. Ich bin kein guter Einfluss für Tobi. Wollte ihn nochmal ermutigen. Benton! Haare ist im Stein. Nein, im Steißbein. So. Ich habe jetzt überall auf Lernen gedrückt, wo ich drauf drücke. Und da, ich habe die Blaupausen trotzdem noch, ne? Ja, ja, ich weiß, die gehen da nicht weg, leider. Können wir uns entweder überlegen, dass wir die in den Müll schmeißen oder dass wir die irgendwo in die Kiste lehnen. Weil ich weiß nicht, ob du die auf Dauer wirklich noch brauchst. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe sie in die Kiste da drüber gelegt. Ja, perfekt. Wenn du nur einen Nagel aus dem Fuß ziehst. Genauso schön. Gut, das ist auch geil. Bah. Oder Haken. Vom Angeln. Ach, ja. Finde ich es eigentlich auch so traurig, dass der Internet Explorer von Microsoft am 15. Juni seinen letzten Tag haben wird? Nein. 15. Juni war übrigens schon mein Freund. So. Jetzt mal noch ein bisschen schauen. Das ist schön, dass du noch ein bisschen bleibst. Bin als Kind mit einem Auge auf der Tischkante gefallen. Oh, Glasscheibenfuß als Kind, oh ja. Was ich hatte tatsächlich, das war richtig geil, weil sowohl mein Stiefvater als auch meine Mutter sind getrennt voneinander verhört, gern daraufhin in der Klinik. Ich muss ein bisschen ausholen. Ja, eine gute Freundin von mir damals war bei mir daheim. So, ich hatte ein Trampolin. So ein Zuhause-Trampolin. Schon verhältnismäßig recht groß. Es gab im Ikea mal solche, ich weiß nicht, ob es ein Halbmond oder eine Banane war, auf jeden Fall so ein Ding, da konnte ich draufsitzen, konnte vor- und zurückschaukeln. So, dann hatte ich noch ein Pferd, so ein, schon so groß, ne, wo du halt flach irgendwie auf den Boden legen kannst. So, dieses Pferd habe ich auf diese Banane gelegt und diese Banane habe ich mit diesem Pferd auf das Trampolin gestellt. So, meine Freundin war dann dafür zuständig, hin festzuhalten und wieder loszulassen, dass das die entsprechende Konstruktion sich halt bewegt. So. Die hat dann allerdings mit solchem Schwung losgelassen, dass es mich nach vorne über dieses Pferd auf den Boden gehauen hat, auf die Fliesen. Mit meinen wunderbaren, damals noch richtig heavy Hasenzähnen zuerst. Ich hatte wirklich den Überbiss des Todes. Und ich bin dann so gelandet, dass ein Stück aus meinem Zahn rausgebrochen ist. Und die Klinik hat diese Geschichte nicht geglaubt. Aber glaub so eine Geschichte mal. Also natürlich ist dann glaubwürdiger, dass der Zahn mehr ausgeschlagen ist, aber alter Schwede. That's true. Juli, wait, der war auch schon. Nein, Juli ist erst nächsten Monat. Hab mir als Kind 5 Nägel in die Hand gehämmert, Alter. Oh, recht groß, 5 Meter Durchmesser. Ey, meine Flauschi-Bananen, die kenne ich. Nee, meine hat keinen Flausche-Bezug tatsächlich. Ach du Kacke. Ja, glaube dir alles. Oh, Jakob. Ey, was macht ihr denn alles? Ja, meine Kindheit war schon wild, muss ich sagen. Meine Kindheit war richtig wild. Ja, muss ich wild, auch Leute. Sagen. Oh. Und wie ich denn nachher so jugendlich war, da ist mir gar nicht mehr so viel. Mir auch nicht, weil dann habe ich den passiert. PC für mich entdeckt und saß daheim. So. Ja, gut, den hatte ich da auch schon für mich entdeckt, aber da habe ich dann halt auch Partys und so entdeckt und dann. Ach so, ja, die hatte ich noch nie für mich entdeckt. Krass. Dann macht man denn nicht mehr so viel Unsinn. Ja, gut. Ich weiß nicht, kennt ihr das bestimmt auch? Früher, das war bei uns irgendwie so trendy, wir haben das so Frosch oder so genannt, ich weiß ja gar nicht mehr. Das war einfach nur so ein Behälter mit Wasser drinne und da dran war ein Tennisball mit so einer Gummischnur. Und das hat man, dann konnte man alleine immer so hin und her Tennis spielen. Ah, quasi. Ja. Mhm. So, und jedenfalls, die Schläger waren ja ziemlich breit, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ein normaler Tennisschläger. Jedenfalls, den habe ich voll vom Dötz bekommen. Musste auch hier oben meine Stöhnen im Krankenhaus behandelt werden, weil viel Blut kam. Boah, macht alles Sachen. Wahnsinn. Bin ich denn derzeit hängen geblieben? Ja, nun. Die Kacke hauen. Wer kennt es nicht? Hör auf, über mein Leben zu reden. Boah. Wo ist Leo? Ich glaube, der liegt draußen auf der Dachterrasse, um ehrlich zu sein. Lässt sich den Wind ums Näschen wehen. Letzten sagt er, Sommerferien, Schlüsselbein gebrochen, 3 Wochen Krankenhaus, 1 Woche raus und wieder rein mit gebrochenem Schlüsselbein. Alter! Tobi, es wundert mich, dass du doch lebst. Ja, dann sind wir schon 2, Jakob. Dann sind wir schon 2. Ja. So, wir könnten losfahren. Ich habe das Segel schon gestellt, weil wir sind hier eigentlich fertig gleich. Mal gucken, wir sollten Hinweis haben für, genau, Caravan Town. Also, da ich noch lebe, wundert mich manchmal selber noch, weil
All das, was ich dann in meinen jugendlichen Jahren erlebt habe, darf ich ja gar nicht so öffentlich erzählen. Von daher ist das ja. Warte mal gerade, ich habe noch keine Koordinaten.